Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir fangen jetzt den getüpfelten Gabelwels Diamant auf Herausforderung 3. Wir sind. Wo sind wir denn? Hier. Hier. Da wo Auto steht. Was, da wäre auch ein Autoplatz gewesen? Da muss ich hin. Den habe ich noch nicht erkundet. So. Und der liebt den Frosch, hat er gesagt. Dann fangen wir mal im Einser an. Und schauen, was wir dran tun. Wahrscheinlich gar nichts. Oh, der lurt ja schon. Nee, von hier oben ist blöd. Ich war zu langsam. Ja, groß, aber nicht groß genug. Lass mal schauen, was das ist. Zumindest beißt mal was. Aber der ist schon schwer. Was haben wir denn da Schönes? Einen Gabelwels. Diamant! Das ging ja mal anders schnell. Ey. Ein Wurf, ein Biss, ein Diamantenfisch. Ja, super. Das hat jetzt nicht mal 2 Minuten gedauert. Das ist ja Wahnsinn, oder? Tja, die Herausforderung haben wir geschafft. Nicht schlecht, oder? Einser Frosch hier, wo ich bin. Ja, gut. Sehr schön, sehr schön. 9,2 Kilo. Und schon haben wir den Diamant. Jetzt würde mich halt mal interessieren, wenn ich das nochmal mache, ob ich wieder einen Diamant reinkriege. Oder ob das nur wieder für die Aufgabe hier war. Der zweite Diamant heute. Ich wette, jetzt weiß nämlich keiner mehr an. Das ist nämlich so programmiert. Auch die Angel, wie die Schnur geht, die wackelt ja nur oben, statt unten, wo sie einfädelt. So ein Blödsinn. Siehst du, jetzt beißt du keiner mehr. Noch ein Versuch. Nee, das wollte ich jetzt nicht so kurz.
Diamant, Diamant, Diamant. Ist genauso wie letztes Mal bei diesem Forellending, dem Diamant. Dann habe ich die Aufgabe angenommen, Diamant, bin am selben Fleck mit derselben Köder und habe 15 Mal ausgeworfen, ausgeworfen und nichts ist mehr rangegangen. Mist, das habe ich so schnell gefangen, jetzt habe ich noch 25 Minuten vom Video übrig. Und keiner beißt mir an. Das war so klar. Noch einmal. Das erste Auswurf Diamant und die nächsten drei nichts. Gut, wir müssen ja zurück zur Lady. Sprich mit der Lady. Ich spreche mit der Lady. Why make a deal with the devil when there's a hell of a deal? X marks the spot and you hauled yourself the treasure. Not bad. Not bad at all. Not bad at all. Not bad. Not bad at all. Okay, was habe ich denn hier noch? Foto-Herausforderung. Ja, das finde ich immer nicht. Angel-Herausforderung 3. Was war das? Forellenbarsch. Ich habe den nie gefangen, den Forellenbarsch. Herausforderung. Fangen den Zander? Foto. Ja gut, wenn ich wüsste, wo das ist. I always thought it would be lonely out here, but... Schwan. Nee, der ist es auch nicht. Bobbler Blinker. The channel catfish is North America's most numerous catfish species. It's the official fish of Kansas, Missouri, Iowa, Nebraska, and Tennessee. Channel catfish possess very keen senses of smell and taste. Had a little clash with old Clay. It's like he just doesn't want more people in this park. Maybe he'd have to get more buckaroos. Here's what I've got. Blinker war das, gell? Gut. Wie viel Kilo war die jetzt auf dem 1er Frosch? 4 Kilo hatte das Vieh jetzt, weiß ich es nicht mehr. Gehen wir denn damit für Diamant?
Wieso geht der... Ach so. Hier, der hat ja 9 Kilo auf dem Einser. 9 Kilo. Und wo ist das, was ich zuletzt gefangen habe? Nicht das, was ich zuletzt gefangen habe. Wollte ich jetzt sagen. Der hat 2 Kilo auf Gold. Bei 5 Kilo. Den hat 3, 4, 3, 2 mit. If you've spent any time with Old Clay, you've heard him talk about his son. One in, one out, that's the way of the world. Glad I can be here and not there. Wer kann sonst nichts mitnehmen hier? Was war da noch? Palladium Lake gefunden. Ja, cool. Spinner, was war da noch? Thunder. Wobbler. The lake trout is a freshwater char Spinner, living mainly in lakes in northern North America. Alles. The lake. Take a look at this. Nicht mitnehmen. Hey, Gott, fünf. Oh mein Mensch, Schnauze. Weil das so blöd ist, was mit dem. Das ist das Spinbite, dann nehmen wir das. Oh! Oh, das stimmt ja. Kein Zweier habe ich noch? Doch, hier. So durcheinander mixen. Spinner. Ich will eigentlich noch mehr mitnehmen, aber es geht nicht. Geht halt einfach nicht. Aber diese Weichbröten wegmachen. Dann habe ich wieder Platz. Probieren wir einfach mal. ach so, habe ich es nicht angenommen? Regenbogen? Wo ist denn das mit dem Zander jetzt? Ach, das ist dieser Fotokack. Ich weiß ja nicht, wo das ist. Verdammt. You seen my sister around? She took to photography like a fish to water. Should be near a river somewhere. Der fällt auf einem See. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen rumreisen, ganz einfach. Einfach. Hier hin. Dabei mache ich ein Päuschen bei YouTube, bis ich es gefunden habe. Gefällt's cool. Also, wir sind hier, genau hier bei der Brücke. Vom Tagebuch. Nee. Ja, wo ist denn das? Was? Das ist halt einfach weg. Hier, hier. Jetzt Zander Diamante. Achso, auf der Karte ist es genau hier. Merkt euch hier parallel zum Haus links. So. Na, jetzt holen wir hoffentlich den Zander auch gleich raus. Ich vorhin den anderen Diamante.
So. Okay, anfangen tun wir mit dem Vierer Blinker. Ich hoffe, dass ich nicht zu große Köder dabei habe. Mein Zander wird schon einigermaßen groß. Mal schauen, was wir fangen. Mein Dia hatte nur 3,10 Kilo. Ah, dann habe ich zu große Köder dabei. Hätte ich 5er, 6er mitnehmen sollen. Oh ne, hier wieder herlaufen. Das ist ja eine Katastrophe. Mit was hast du den gefangen? Den habe ich zu große Köder, hundertprozentig. Wenn er nur 3 Kilo hat, dann bin ich mit dem 5er vielleicht gerade noch so, aber ich habe nur 4er, 3er, 2er mitgenommen. Achte, die kriegen so 6 Kilo. Also mit Köder irgendwie, da liege ich irgendwie immer falsch vom Gewicht her. Okay, Blinker, total uninteressant, habe ich gerade. Ja, wahrscheinlich, weil die wirklich zu groß sind. Fünfer. Ja, dein großes Maul, der Zander. Gut, bis jetzt. Da müsste er auf den auch so anbeißen. Aber bis jetzt. Ja, das ist wieder schwieriger. Der Gabelweiß war einfacher, weil der Frosch, der hat nur zwei Kunstköder und er hat mir geschrieben, er geht gut auf Kunstköder. Ich hab was dran. Gold. Okay, dann war der Köder doch nicht so klein. 2 Kilo. 46 lange. Na gut, das ist glaube ich schon das richtige Ding. Dann habe ich vielleicht doch die richtigen Köder dabei. Dann nehmen wir gleich mal den größeren. Was hat man jetzt da? Ein 5er? Dann nehmen wir einen 4er. Ganz zum Schluss hat er gebissen, hätte ich jetzt nicht mehr gedacht. Hey Peter, Eschmann. Aquaristi, Elf, wie geht's dir, Aquarist? Petri heil, Petri dank. Heute haben wir schon 2 Diamanten rausgezogen. Kann ich dir nachher zeigen. Ein bisschen runterlassen. Jetzt sind wir am 3. Diamanten dran. Panda, kanadischer Zander. Aquarist 11, auch mal wieder das, saugeil. Mir geht's gut, das freut mich. Wir brauchen Zander in Diamante. Der Gabelweiß ging ja echt schnell her. Ein Wurf und sofort der Diamant rein war dran.
Oh, jetzt beißt er nicht mehr an, gell? Die Sau. Okay, nochmal einen dahinter werfen. Ja, so ist es mit den Diamanten. Entweder du kriegst sie gleich beim ersten Wurf oder es kann dauern. Regenbogenforelle heute war Katastrophe. Diamant. Da hat gleich gar nichts gebissen, auf gar keinen Köder. Ja, der lässt sich jetzt auch bitten. Sturm draußen gerade, ganze Jalousienwacken. Okay, zweiter Wurf, kein Biss. Den mag er nicht in der Größe. Dann probieren wir was anderes aus. Was haben wir noch dabei? Ein Spinner? Das habe ich in der vorhin genommen, ein Fünfer, gell? Nehmen wir mal Fünfer Spinner. Absenken lassen. Außerhalb einer Herausforderung ist es schwer, einen Diamant zu fangen. Ja, hast recht. Es ist so. Wobei der Diamant, den ich fangen wollte, Regenbogenforelle war von der Herausforderung. Und keine Chance. Keine Chance, ich schwör's dir. Nicht mal irgendwas hat angeboten. Da war der Zander gerade, aber der war nicht hinter dem Spinner her. Ah, der ist zu weit weg, deswegen. Interessiert ihn gar nicht. Ist entweder zu groß. Das ist wieder so ein Poker mit denen. Was nehmen die? Jetzt habe ich aber nichts mehr, außer einen blöden Frosch. Ja, vier Blinker nochmal. Ich genau die falschen Köder wahrscheinlich dabei jetzt natürlich. Den Saibling, den habe ich ruckzuck gehabt. Okay, nicht ruckzuck, ich bin 15 Mal gelaufen für den richtigen Köder. Bis ich die 04er Köder genommen habe von, ich glaube, Jerkbite oder Swimbite. Und dann war er dran. Vorher nur Gold, Gold, Gold. Habe ich heute gefangen. Es ist komisch, dass er jetzt auch wieder auf gar nichts mehr rangeht. Du hast mehr mitgenommen. Aber es geht ja nicht. Das Blöde ist, du kannst ja nicht viele Köder mitnehmen. Das ist ja das Schlimmste in dem Spiel. Dass du ständig hin und her laufen musst. Gab mal 5 Köder mitnehmen kannst und das war's. Obwohl der Typ einen Rucksack hat.
Das ist halt das Schlimmste hier mit den Köder holen ständig. Dass du andauernd, wenn du jetzt hier bist und sagst, ja, jetzt hast du große Köder dabei, dann musst du wieder laufen und dann wieder hier hinfahren, irgendwie mit dem Auto eine Stunde laufen. Und dann sind es wieder die... Pennt. Das ist das Schlimmste in dem Game. Mit den Ködern. Dass du nicht genug mitnehmen kannst. Alter, da. Da schwimmt da rein. Zwei Stück. Aber erst zwei Dias gefangen, ich mache erst die restlichen Herausforderungen, wenn ich sie, was? Wenn ich sie so rausgezogen habe, ja, ich mache die gleiche Herausforderung. Aber das sind die falschen Köder für Zander, die ich dabei habe. Sonst würde der schon viel mehr beißen. Aber wieder hierher laufen dann, ja. Schau mal, der schwimmt ständig hinterher. Gibt's doch gar nicht. Ja, falsche Köder. Die war gar nicht. Der will andere. Muss man wieder rumreisen. Das ist so schlimm hier, dass ich immer hier hin muss und immer diese Scheißköder holen muss. Die siehst du bei dir nicht? Bei mir schwimmen sogar drei waren da. Today's special is everything. Everything here is so, so special and ja, you should buy it all. Aber einen speziellen Köderkoffer hat sie nicht, aber alles ist so special. Blöde Kuh. Popper. Wollte er Popper? Ich weiß gar nicht mehr. Auf alle Fälle wollte er Chuckbite. Ihre. Immer 5er auch. Swimbite. Ihre. 3er. Wollte er nicht den auch Popper? 3er, nehmen wir mal 4er. Jetzt schauen wir weiter. Ich mache dabei Pause. So, da sind wir wieder. Oh, die ist schon wieder fast rum. Fast wieder rum, die halbe Stunde. Okay, die nimmt er auch nicht. Das wird wieder so ein Fisch, der nichts nimmt.
Freilich bin ich Bayern-Fan, ich komme ja aus München. Ich bin ja Münchner Kindl. Nein, da passiert auch wieder nichts hier. Warum? Du nicht? Das wird heute nichts mehr, glaube ich. Ich probiere mal den 5er, ob er überhaupt den nimmt. 11 zu Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen. Seit 40 Jahren Bayern-Fan, jawohl. So ist richtig. Ja gut, manchmal ist schon ein bisschen langweilig, wenn immer Bayern Meister wird. Ein bisschen spannender könnte die Liga dann schon sein. Dieses Jahr hat es ja gut angefangen mit der Spannung. Hey Buck, if you need me, I'll be down at the main outpost. See you soon. Okay, das ist wieder so ein Fisch. Der wo kein Köder mag. Natürlich war ich ein paar Mal im Stadion. Da habe ich nur die 4er dabei. Warum habe ich die nicht abgelegt? Hätte ich noch mehr mitnehmen können. Hey. Das mit dem Zander wollen wir nächstes Mal probieren hier. Der kleine Bubi, der hat immer Bayern-Trikots bekommen. Schon Bayern-Strampler hat er schon gehabt. Und immer noch hier draußen hat er so eine Bayern-Jogginghose mit Jacke gehabt. Der beißt wieder auf gar nichts an. Das ist so ein Witz. Weg los. Da habe ich noch den hier. Da habe ich noch den hier. Ein Wirbler. Die Bayern, jo. Tja, der Lewandowski hat wieder schön eine Klatsche bekommen, gell? Beim Barcelona gegen uns. Das ging als Kind gar nicht. Ins Stadion war ja die Mauer dazwischen, ja, stimmt. Aber wir hatten ja ARD und ZDF. Da haben wir alles mitbekommen, ja, cool. Nein, ich war damals als Kind nicht im Stadion. Jetzt hat, vor Corona. Da war ich im Stadion zweimal. Einmal bei der Meisterschaftsfeier, wo sie gegen Frankfurt gewonnen haben, letztes Spiel. Und einmal, gegen wen haben wir denn da gespielt? Ich weiß gar nicht mehr. Gladbach, glaube ich. Oh ja, schön. Ja. Ah, wir haben mit meinem Bruder war ich vergangen. Da geht wieder nichts, da geht wieder nichts, da geht wieder nichts. Das ist doch ein Witz.
Es kann doch nicht sein. Der muss doch normalerweise auf diese Kunstköder sowas von anspringen, dass es nicht mehr normal ist. So, einmal noch für das Video und dann Schluss. Aquarist, hast du denn ein Aquarium zu Hause? Ich glaube, das habe ich schon mal gefragt, gell? Oh, da hängt einer. Aber der ist sehr winzig. Das ist verstehe ich nicht, der muss doch auf das andere dann anbeißen. Komisch. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Obwohl, war aber noch 10 Minuten. Mit anderen Ködern. Was ein Blinker, Wobbler, Guess. Oh, Wobbler habe ich gar nicht mitgenommen gehabt. Shit. The soger is a freshwater fish that resembles its close relative, the walleye. The typical soger is 11 to 14 ounces in weight. Sogers require warmer summer water temperatures of 68 to 83 degrees. Jetzt habe ich einen Jerkbait da. Oh, ich habe nur diesen Haken da. Okay, das. Dann ist wurscht. Komm, wir machen auf blöd und einser Frosch. Wenn er da drauf anbeißt, dann fess ich ein Wesen. Aus Platzgründen hast du kein Aquarium. Ja, ich habe eins. 250 Liter Süßwasser. Eheim. Ja, ich glaube, das war's für heute. Klein der Haken. Der Lurter. Er peilt den zumindest schon mal an, den Kompostwurm.
Nee, er schwimmt dran vorbei, oder? Er ist auch ein kleiner. So klein war der gar nicht. Hab nur ein Zimmer, wo ich es stellen kann. Die anderen habe ich. Was? Die anderen haben alle Dielen als Fußboden. Kann ich nicht so belasten. Und das eine Zimmer habe ich meiner Mutter gegeben, weil sie keine Treppen steigen kann. Ah, so. Ja, ich habe auch Parkett, aber ich habe da was untergelegt. Ich weiß gar nicht, ob das kaputt geht. Ich habe es einfach draufgestellt. Ja, große Aquarien, muss man das schon wissen, ob das alles aushält. 3 Kilo, na gut, das sehen wir in der nächsten Folge. Ciao, ciao.